Ich habe es ja gesagt, wie wichtig ein guter Schnitt bei den Obstbäumen ist. In den letzten Wochen ist auch wieder was Tragisches passiert. Und zwar sind zwei Zwetschgenbäumen, einer bei der Streuobstwiese und der andere im Garten hier in der Siedlung von einem Nachbarn. Es war etwas stärkeres Gewitter, ordentlicher Wind mit dabei. Die Äste waren sehr gut behangen, aber auch viel zu dünn im Vergleich zu dem Behang. Und es hat eine ganz normale Physik mit den Energieeinwirkungen vom Wind. Zack, sind da die Äste gerochen. Beim Baum an der Streuobstwiese sind dann die oberen Äste zusammengebrochen. Und bei dem Baum vom Nachbarn sind dann die ganzen drei Leitäste rausgeflogen. Der Baum hat sich in drei geteilt. Das sah nicht schön aus. Sah so aus, als ob der Blitz oben eingeschlagen hätte. Bei solchen Beispielen merken wir dann erst, wie wichtig denn die Statik auch bei Obstbäumen ist. Und bei Gebäuden natürlich selbstverständlich, wenn da was einstürzt, können ja Menschen drunter leiden. Ist nicht so geil. Bei unseren Kollegen in Bäumen kann es denen dann das Leben kosten, beziehungsweise auch dem Besitzer oder Menschen oder Häuser Gegenstände, wenn man so einen Ast irgendwo runterbricht und irgendwo drauf knallt. Und solche Sachen passieren auch nicht von heute auf morgen. Das ist eigentlich schon über mehrere Wochen absehbar, beziehungsweise schon Monate. Schon an dem Punkt, wenn du den Baum siehst, wenn er die Blüten ansetzt, und dann siehst du, okay, ganz schön viele Blüten an einem Ast, kann man dann schon erkennen, ob er das dann später halten wird oder nicht, oder wie stark sich dann die Äste runterbiegen und welche Statik und Kräfte dann auf diesen Ast einwirken. Das Problem dabei ist, was ist denn nämlich der Hauptfokus bei den meisten Gärtnern? Wenn es um Obstbäume geht, eine fette Ernte und die Früchte sollen natürlich auch leicht zu ernten sein. Das heißt, der Baum soll doch überschaubar groß sein, dass man jetzt nicht in der Hebebühne oder mit einer Leiter ganz nach oben gehen muss. Und der Baum wird dann so dementsprechend erzogen. Ob das jetzt gesund für den Baum ist, spielt da eine nebensächliche Rolle. Hauptsache, er liefert und falls er das nicht tut, raus mit ihm. I cannot hold it in anymore. I just wanna... Jetzt ersetze mal den Baum mit einem Menschen, den du magst und liebst. Wie zum Beispiel deine Eltern, deine Kinder, deinen Nachbarn, mit dem du dich gut verstehst, deine Arbeitskollegen. Und an die Früchte einfach rankommen ist nachvollziehbar. Das verringert auch die Verletzungsgefahr. Wenn man mal von so einem Baum runterstürzt, könnte dann doch ziemlich brenzlig werden. Und wer wünscht sich denn nicht, wenn mal die Früchte vom Ast in den Mund direkt landen können, ohne einen Finger krumm zu machen. Einiges davon schöne Wunschvorstellungen, aber die können dann wirklich zum Verhängnis werden für den Baum. Wenn solche großen Äste brechen, dann verkürzt das enorm die Lebenszeit von einem Baum. Die kann er dann in der Regel, wenn sie über einen Durchmesser von 10 cm haben, nicht mehr so gut verheilen lassen. Und dann ist es halt eine Eintrittspforte für verschiedene Pilze und Bakterien. Und dann wird er halt einfach früher von uns gehen. Und solche Vorfälle lassen sich auch sehr gut vermeiden. Du brauchst ein entsprechendes Bewusstsein, die richtigen Informationen, wie man einen Baum richtig pflegt und das halt von Anfang an die richtigen Bausteine setzen und ein gutes Fundament aufbauen. Bei Gebäuden achten wir auf die Statik und bei Bäumen vernachlässigen wir das in der Regel und sind uns dann gar nicht mehr so richtig bewusst, welche Kräfte denn so alles auf ihn einwirken können, wenn dann noch sowas wie ein Wind dazukommt und dann noch eine falsche Position. Stell dir mal vor, du streckst deinen Arm aus, bitte nicht den rechten Arm, hast einen Maskrug in der Hand und auch auf dem Arm ein paar Maskrug, die bayerische Färbung. Und wie lange kannst du dann diese Position halten? Kommt noch ein Wind hinzu, wackelt alles hin und her, versuchst du alles auszubalancieren, enorme Kräfte wirken dann auch auf dich ein. Und stell dir nochmal vor, du kannst dich nicht bewegen, du bist fest verankert, das wird dann in kürzester Zeit ziemlich schmerzen. Und diese Kräfte unterschätzen wir sehr gerne. Anderes nettes Beispiel ist halt so eine Abrissbirne, die halt auch das Mehrfache von ihrer Masse kaputt schlagen kann durch einen ordentlichen Schwung. Wichtig, diese Erziehung bezieht sich primär auf hochstämmige, kann man auch bei halbstämmigen Bäumen nutzen. Bei Spalierbäumen haben einen etwas anderen Erziehungsschnitt. Da würde ich das jetzt nicht unbedingt machen. Achte darauf, je nachdem, welche Art von Baum du reinsetzen möchtest, welche Kleinklimazone du hast. Zum Beispiel so eine Zwetschge oder ein Apfel können etwas feuchtere Standorte aushalten, während eine Kirsche eher an trockenen Lagen gesetzt werden soll, wo es halt ein bisschen mehr an Sonne kommt, genauso wie zum Beispiel bei einer Pfirsich. Also da schon mal erstmal auf die Standortsverhältnisse achten, damit der Baum sich dort wohlfühlt und natürlich gibt dem Baum ordentlich Platz, damit er sich entfalten kann. Denn nur so kann eine ordentliche Krone und anständige Leitäste problemlos ausbilden. Bei hochstämmigen ist es dann meistens so, dass sich das im Rahmen von 15 bis 20 Meter orientiert bis zur nächsten Hecke
bis zum nächsten Haus oder zum nächsten Baum. Leider ist dann das Problem, dass solche großen Bäume dann viel zu eng in den Gärten reingesetzt werden. Eine Krone, 3 bis 4 Leitäste mit einer entsprechenden Statik, die einen Winkel von zwischen 45 bis 90 Grad vom Stamm her entwickeln, damit sie am Anfang eine gute Steigung erreichen, die dann hinten raus ein bisschen weiter wird. Diese Struktur möchte man vom Baum auch schon von Anfang an etablieren. Das ist nämlich unsere Hauptstatik und die Fruchtäste bilden sich dann flach aus den Leitästen heraus. Auch kann es sehr sinnvoll sein, die ersten Früchte bzw. die Blüten rauszubrechen, damit der Baum sich erstmal aufs Wachstum konzentrieren kann, damit er die schöne Statik ausbildet, auch wenn es weh tut und wir uns schon am Anfang über die netten Früchte freuen. Geduld ist eine Tugend, ein bisschen aufschieben, damit man dann später einen ordentlichen Baum hat, der dann auch richtig schön tragen wird und auch gesund bleibt. Die Fruchtproduktion hemmt etwas das Wachstum und wenn es dann zu früh ist, dann kann es dann sein, dass die etwas fragileren Äste schon eine Fruchtlast haben und deshalb schon vorzeitig sich biegen und muss jetzt nicht unbedingt sein, erstmal ordentliche kräftige Äste ausbilden. Das Blütenausbrechen kannst du auch dann nutzen, wenn zum Beispiel ein Ast zu viele Blüten hat. Du auch dann merkst, okay, dann werden dann sehr viele Früchte sein, der Ast wird sich runterbiegen, ich nehme ein paar raus, damit auch da die bessere Fruchtqualität rauskommt. Oder wenn halt Blüten nach innen rein stehen, dass dann im nächsten Jahr der Ast reinwachsen wird, bevor du dir dann den Schnitt dann machst, kannst du ihn ja sparen und die Blüte rausbrechen. Bei Ästen, die nach innen wachsen, ist halt das Problem, dass dann dadurch der Baum stärker beschattet wird. Wir wollen Licht in den Baum reinbekommen, damit die Früchte sich besser ausbilden, der Stamm auch Sonnenlicht abbekommt und es luftiger ist. Und mit der richtigen Erziehung und dem richtigen Baumschnitt möchten wir so ein Verhältnis haben zwischen gutes Wachstum und auch Fruchtqualität. Und bei den Ästen ist halt so, die sind halt in der Regel dann steil und je mehr Fruchtbelastung sie haben, desto mehr werden sie dann auch irgendwann runterhängen. Und wenn sie dann hängend sind, werden sie dann auch irgendwann auch am meisten tragen. Bis es halt dann auch nicht mehr geht, der runterbricht oder dann einfach verkreist und dann in dem Zustand wollen wir dann auch einfach nicht mehr haben. Und deshalb schneiden wir halt solche hängenden Äste runter, damit sich halt neue Triebe bilden können, die halt dann für eine gute Statik sorgen und dann auch langsam wieder Früchte tragen, weil der Baum so gerichtet ist, dass er Richtung Sonne wächst. Dort ist dann die ganze Flüssigkeitsversorgung auch am besten nach oben gerichtet. Und wenn dann da noch dort am meisten Blätter hat, dann gehen auch hier am meisten Nährstoff und Wasser hin. Ja, deshalb dieses Gleichgewicht zwischen Fruchtqualität und auch das ganz normale Wachstum. Nicht, dass du dann irgendwann so einen alten Baum wie bei einer Streuobstwiese hast, der überhaupt nicht mehr gepflegt worden ist. Die ganzen Äste nach unten hängen, trägt zwar viel, aber irgendwann wird er das nicht mehr tun und bräuchte dann einen Verjüngerungsschnitt. Um den Baum hier fit zu halten, solche Äste dann auch rausschneiden, aber Vorsicht, immer schön sauber halten, mit sterilem Werkzeug, keine Stummel schneiden, auch schräg abschneiden, damit sie dort überhaupt gar kein Wasser stauen kann, nicht zu dicke Äste abschneiden, denn je größer die Wunde ist, desto schlechter kann er sie verheilen und wenn es dann ein großer Ast am Stamm ist, nicht direkt halt auch am Stamm abschneiden. Das verheilt dann sehr schlecht. An trockenen Tagen schneiden, natürlich auch dann je nachdem, welche Sorte du hast, Apfel, Kirsche, Zwetschge, Sommer- oder Winterschnitt machen. Sommerschnitt ist halt bei der Kirsche zum Beispiel gang und gäbe, dass man das macht. Winterschnitt ist halt bei vielen anderen Sachen, wie zum Beispiel in Apfel oder auch bei einer Zwetschge, sehr üblich. Ich mache es halt in der Regel, schneide ich meine Bäume im Herbst, manche wärmeliebende Sachen im März dann, so im zeitigen Frühjahr einfach. Winterschnitt fördert dann das Wachstum, der Sommerschnitt bremst das ein bisschen. Bitte mach nicht den Klassiker, wenn du deinen Baum klein halten möchtest, dass du dann oben einfach alles gnadenlos runtersägst. Das ist fürchterlich und auch kontraproduktiv, denn das sind große Schnitteinwirkungen und je stärker du den Baum schneidest, je mehr Schnittanreize du ihm gibst, desto stärker wird er mit dem Gegenwachstum reagieren. Das heißt, kann sich dann dadurch auch sehr viele Wasserschosse bilden und die möchtest du vielleicht nicht unbedingt haben. Wenn du den Baum klein halten möchtest, auf flachere Äste ableiten und halt auf den Fruchtbewuchs danach achten, weil der, wie gesagt, das Wachstum einschränkt. Ich versuche meine Bäume nach dem Oschberg-Palmer-Prinzip zu schneiden und noch die Informationen, die ich vom Daniel von den Waldgeistern bekomme, wenn ich mit ihm über das Thema rede, weil der gerade eine Baumwartausbildung macht bei einer Baumschule, wo er das Ganze lernt, wie man die Bäume richtig schneidet, die ja auch dann klimafreundlich ist. Das heißt, dass die dann über mehrere Jahre bis Jahrhunderte halten sollen und dann auch einen wertvollen Beitrag für unsere Natur dementsprechend leisten. Also wie schneidet man Bäume, die auch richtig alt werden? Den Link zu dieser Baumschule werde ich auch euch unten verlinken. Die machen da eine wunderbare Arbeit und den PDF von dem Oschberg-Palmer, von diesem Schnittprinzip. Wenn ihr das auch haben möchtet, dann schreibt mir auch gerne
per E-Mail, die ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie Baumschnittwerkzeuge, was ich auch euch unten verlinken werde, wo ihr dann mit dem Kauf auch den Kanal unterstützen könnt, weil das Affiliate-Links sind und dadurch ich eine Provision bekomme, aber ihr keinen Cent mehr bezahlt. Schreibt mich einfach an unter dem Betreff Baumschnitt, dann schicke ich auch die PDF zu und dann könnt ihr dann eure Bäume dementsprechend so erziehen. Das Thema Baumschnitt ist sehr wichtig und wird in Zukunft auch sehr wichtig werden. Richtig angewendet können wir langlebige, kräftige und vitale Bäume kultivieren, die uns auch ordentlich Obst zur Verfügung stellen. Denk an die kommenden Generationen. Denk doch an die Kinder, Enkelkinder und E.T. in der Zukunft. Hole die Information, wende sie auch dementsprechend an und sei nicht ganz so gierig. Der Baum ist kein Roboter und keine Maschine, ist ein Lebewesen. Also wenn er mal nicht ganz so trägt, wie er wünscht, gib ihm die Zeit, pfleg ihn und dann wird er schon wieder tragen. Baum ist auch ein Lebewesen, wie du und ich. Oder bin ich vielleicht nur ein Hologramm oder eine KI? Wer weiß?